Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Venetica. Es ist zwar schon 14:45 in der Nacht, aber ich denke, dass ich noch ein paar Videos aufnehmen werde, auch wenn ich schon etwas müde bin, aber wir müssen ja auch vorwärts kommen und das Spiel macht ja auch Spaß. Wir haben uns beim letzten Mal in diese Taverne eingefunden im inneren Bezirk Venedigs und werden jetzt erstmal mit den wichtigen Persönlichkeiten sprechen, zum Beispiel dem Hauptmann. Urlaub. Ja, so siehst du auch aus. Ein entspannter Abend in der Taverne. Ist das nicht wunderbar? Ja, ich glaube, neben so einem warmen Kamin kann man es sich durchaus gemütlich machen. Und du bist? Ich bin General Rook, Oberbefehlshaber der Wachmänner des inneren Bezirks. Doch wurden wir gerade alle unsere Aufgaben enthoben, weil sich der Doge wohl lieber mit diesen netten persischen Söldnern umgibt. Wir haben den strikten Befehl, uns nicht in ihre Arbeit einzumischen. Großartig, nicht wahr? Ach, verflucht. Ich brauche mehr zu trinken. Nun, wir wissen ja ziemlich genau, warum die Perser jetzt die volle Macht im Grunde besitzen. Das ist ja alles abgesprochen über die Besatzung. Erzähl mir mehr über deinen Beruf. Ach, wer versteht schon, was den Dogen heutzutage umtreibt? Die Söldner blockieren alle Schiffe, die Venedig anlaufen wollen. Das wird zu einer Hungersnot führen. Ich glaube nicht, dass sie so die Bevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen können. Und die Wachposten, die sie in den Gassen errichtet haben, damit machen sie denjenigen, den sie suchen, sicher auch nicht ausfindig. Wir fragen ihn mal nach Aufträgen, das ist nie verkehrt. Hast du Aufgaben für mich? Naja, derzeit kann ich natürlich keine offiziellen Aufträge erteilen. Aber die Banditen in diesem Bezirk sind eine regelrechte Pest. Und wir haben noch immer nicht das Nest der Brackläufer in den Katakomben gefunden. Ich könnte dir für deine Hilfe ein paar Dukaten bieten. Und deinem Ruf wird das auch nicht schaden. Das heißt, wir haben im Grunde dieselben Probleme wie auch schon im äußeren Bezirk. Erzähl mir mehr über das Nest der Brackläufer. Also ich glaube ja, dass die Färber schuld sind. Keiner weiß, was geschieht, wenn sie ihre Farbstoffe in die Katakomben kippen. Rainbow! Vermuten wir, dass diese riesigen Brackläufer einen Ursprung, ein Nest haben. Aber wir haben es noch nicht gefunden. Es scheint tief in den Katakomben des inneren Bezirks verborgen zu sein. Noch etwas? Tatsächlich steckt irgendeine Nyan-Cat dahinter. Erzähl mir mehr über die Sache mit den Banditen. Wenn du tapfer genug bist, kannst du den Kerlen bis zu ihrem Versteck folgen. Wenn der Tag anbricht und sie sich wieder dort verkriechen. Noch etwas? Ich komme später wieder. Das heißt, wir haben erstmal zwei Aufträge dazu bekommen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Was hat der noch zu sagen? Hey, du da. Komm mal einen Augenblick her. Du bist eine Angehörige einer unserer ehrenwerten Gemeinschaften. Das zeigt, dass ich dir vertrauen kann. Nimm diesen Brief und bring ihn in die Taverne im Arsenalbezirk. Dort findest du eine blonde Dame. Gib ihr den Brief. Nun geh. Alles klar. Das ist schon irgendwie dubios. Ja, was ist denn hier oben noch? Innerer Bezirk, okay, da kommen wir irgendwo nach oben. Reden wir erstmal mit dem Tavernenwirt. Es sah so aus, als wäre es der Wirt, den wir schon vor Venedig getroffen haben. Nun geh. Hä? Okay. José. Hab dich hier noch nie gesehen? Neu in der Stadt? Hieß der nicht genauso der andere Wirt? Komisch. Stimmt, bin ich. Du kommst nicht zufälligerweise aus den Bergen. Nein, ich komme vom Hafen. Yay. Nein, ich komme vom Hafen. Hm. Seltsam. Wo doch der Durchgang vom Hafen durch den Arsenalbezirk derzeit besetzt ist. Wie bist du durchgekommen? Willst du etwa meine Motive hinterfragen? Er sollte mit der Fragerei es aufhören. Es ist besser, wenn du jetzt deinen Mund hältst, alter Mann. Schon gut, schon gut. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Vergessen wir es. Sie suchen irgendwen aus den Bergen. Sowas habe ich gehört. Ja, und du tätest gut daran, nicht weiter zu fragen. Denn ich bin dieser jemand nicht. Siehst du nicht meine wohlgeformten Ohren? Gut, gehen wir mal nach oben, mal sehen, was wir dort vorfinden. Vielleicht irgendeine versteckte Kammer oder eine Schatztruhe oder. Naja. Sieht gut aus. Dankeschön. Aha. Ich langweile mich zum Tode. Es wird Zeit, dass meine Klinge frisches Blut schmeckt.
Wo ist eigentlich Balthasar? Er hätte schon vor einer Stunde zurück sein müssen. Ich habe ihm schon die ganze Zeit gesagt, dass es eine schlechte Idee ist, Totenbeschwörer zu bestehlen. Sie sind mit verfluchten Kreaturen im Bunde. Keine gute Idee, denen etwas zu klauen, wie viel es auch auf dem Schwarzmarkt einbringt. Feigling! Balthasar wird jeden Augenblick zurück sein und seine Taschen werden voll sein mit Schätzen. Hauptsache, die belabern erstmal ihre Geheimnisse direkt vor mir. Ich bin ja gerade so unglaublich gut versteckt. Und wie wir sehen, können die auch nicht wirklich was. Ziemlich schwach. Wer ist jetzt dieser Balthasar, ist die Frage. Er scheint auf jeden Fall ein hohes Tier bei den Banditen zu sein. Eventuell ist das Banditenlager ja auch schon ganz hier in der Nähe. Dankeschön. Oh Mann, die Leute scheinen wirklich einen Narren an mir gefressen zu haben, aber ich bin auch einfach unwiderstehlich. What the hell? Da ist Balthasar. Der ewige Kreis. Holy shit! Nicht dieser ewige Kreis! Oh mein Gott. Es ist ein Steindämon. Ich glaube, ich sollte lieber meine Mondklinge zur Hilfe nehmen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich den... Okay, offensichtlich bringt das gar nichts. Wie wär's denn hiermit? Ja, das klappt schon besser. Oh ja, das macht ordentlich Schaden. Und er zerbröckelt sogar. Wie ein Leprakranker unter meinem Schuh. Er hätte nicht die Schriftrolle eines Nekromanten stehlen dürfen. Das hast du davon, wenn du dich mit den Toten befasst. Nox? Nox? Was tust du hier? Ich habe auf dich aufgepasst. Das habe ich gesehen. Ich bin froh, das zu hören. Ich musste herausfinden, auf welcher Seite du stehst. Und bislang bin ich doch erleichtert. Denk in Zukunft an dies. Diejenigen, die mit den Toten im Bunde sind, verfügen über die Fähigkeit, diejenigen zu erwecken, die tot sind. Halte dich von diesen Statuen fern, solange du kannst. Es wird eine Zeit kommen, wenn deine Verbindung mit den Toten so stark ist, dass du sie selbst ins Leben bringen kannst. Woher willst du das wissen? Ich bin mir dessen sicher. Ich kann einige Dinge sehen. Nun muss ich dich verlassen. Oh, übrigens, die Schriftrolle, die du gefunden hast, ist gefährlich. Du solltest sie sofort zum Netz der Maske zurückbringen. Naja, das mit den Statuen ist auf jeden Fall nicht sehr beruhigend. Fahles Herz, ein mysteriöses Stück Marmor. Nehmen wir einfach mal mit. Hier können wir irgendwie Tote angucken. Don Ernesto! Sie weisen uns den Weg. Auf jeden Fall ist da wieder das Nest einer Mauergreiferbande. Machen wir gleich mal kaputt. Ich habe keinen Bock auf die Drecksviecher. Wen haben wir denn übrigens da drüben? Da sind ja schon wieder Banditen. Kann ich da von hier aus rüber? Tatsächlich. Hey ho, Versteck von Kyla. Wer ist denn Kyla? Banditenwächter. Pass auf den Dächern auf, wo du hintrittst. Sonst fällst du tief. Danke für den Ratschlag. Jetzt geh. Ich will passieren. Ich will passieren. Lass mich passieren. Ich kann dich nicht passieren lassen. Wow, Captain Obvious hat zugeschlagen, oder was? Warum kann ich hier nicht rumgehen? Na gut, merken wir uns das. Merken wir uns dieses Gelände. Aha. Direkt unter uns ist also gerade diese Truhe. Warum kann ich nicht springen? Ich möchte springen, so wie es vernünftige Selbstmörder tun. Okay.
dann halt nicht. Dann gehe ich wieder nach unten. Hier war eine schöne Leiter, die werde ich gleich nehmen. Haus betreten, wo immer das hinführt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Gebäude ich noch nicht betreten hatte. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich hier nichts klaue. Das täte meinem Ruf ganz und gar nicht gut. Und ich will nicht als die Bitch in der Town gelten. Zurück in den inneren Bezirk, auf die Karte geschaut. Es soll hier auch sowas wie einen Richter geben, glaube ich. So eine Richtstube wieder, wie im äußeren Bezirk. Was ist denn das hier? Gucken wir uns das mal an. Ah, okay, der zeigt uns nur das Fenster, aus dem wir quasi gerade in das Haus gekommen sind. Was ist denn da? Die persische Besatzung wird so lange aufrechterhalten, bis die gefährliche verdächtige Person gefunden wurde. Tja, gut, dass keiner weiß, dass es sich dabei um mich handelt. Katakomben haben wir hier. Wir haben ein Geschäft hier unten. Schmiede, da waren wir auch schon. Garnison der Wache waren wir, glaube ich, noch nicht. Die dürfte aber auch eigentlich gesperrt sein. Das ist die Taverne, in der wir waren. Was ist denn hier hinten noch? Ich weiß nicht. Komm zu mir, imperiale Münze. Dukaten, immer gut. Da will ich nicht lang. Da ist der Eingang zu den Katakomben. Da sehe ich ihn. Ja, dann gehen wir doch einfach mal direkt rein. Also wenn wir da sowieso schon was zu tun haben. Einmal die Brackläuferkönigin. Also bisher finde ich das Spiel für ein Rollenspiel relativ seicht. Also es ist jetzt für mich kein Rollenspiel-Schwergewicht, auf keinen Fall. Und das merkt man auch. Gerade weil die Quests jetzt hier sich wiederholen. Das ging ziemlich schnell. Das ging wirklich ziemlich schnell. Und diese Brackläufer sind auch gefährlich. Die müssen einen nur einmal falsch erwischen und schon kann man es im Grunde knicken. Wir sollten versuchen, das zu vermeiden. Okay. Also das ist wirklich Mist. Ganz ehrlich gesagt. Die Angriffssequenz, die Angriffsgeschwindigkeit generell des Hammers ist scheiße. Einfach scheiße. Kann ich nicht anders sagen. Hab Angst! Jetzt müssen wir aufpassen, weil wir nur noch einmal wiederbelebt werden können, vorerst. Bis wir unsere Schattenenergie wieder aufgeladen haben. So, hier habe ich eine imperiale Truhe, die wir einmal öffnen werden. Ich befürchte, da wird nichts Anständiges drin sein. Wie meistens in den Truhen immer nur dieser Geld-Scheiß, von dem ich eigentlich schon genug habe. Kann ich da drüben hin? Ja, das kann ich in der Tat. Es ist sehr dunkel hier, ich wollte es nur mal anmerken. Ihr Dämmergens da nehme ich gerne mit. Vielleicht kann ich mir daraus später einen schönen Teechen machen. Das ist irgendwie... Oh.
eine Schatzkammer hier. Alles nur Truhen mit einem Schloss, also relativ einfach zu knacken. Schön in der Reihenfolge. Leichter kann es auch gar nicht sein. Leichter kann es wirklich nicht sein. Und da sind mir Truhen lieber, die schwerer zu knacken sind, aber dafür dementsprechend bessere Beute aufweisen. Immerhin bringt es Erfahrung. Erfahrung ist immer gut. Goldenes Geschirr. Ich frage mich, wer diese Katakomben ausgehoben hat. Und ob die auch als Kanalisation oder was benutzt werden. Oh, holy shit, ein Lektor. So kriege ich wenigstens ein bisschen Totenenergie zusammen. War das nur einer? Läppisch. Kann ich die Urnen alle mitnehmen? Ich glaube, die haben relativ viel Gold gebracht. Und wenn ich dann... Wenn nicht, dann kann ich immer noch mit der Asche von Toten spielen. Der Traum eines jeden Mädchens. Holy fuck. Das habt ihr euch ja gut überlegt. Leder nehme ich gerne mit. Aha. Da vorne sind auf jeden Fall schon mal wieder Assassinen. Boah, wir sind relativ weit oben jetzt. Ortsmäßig betrachtet. Was haben wir denn hier hinter? Ein Lektor. Bei einem Lektor soll es offensichtlich nicht bleiben. Ja. Autsch, autsch. Dass die Viecher tatsächlich 80 Erfahrungen bringen. Ganz ehrlich, ich finde da die Bragläufer wesentlich schlimmer. Weil die mich ja wirklich nur einmal erwischen müssen und dann war ich weg bisher. Also, spezieller Schlüssel benötigt. Das heißt, ich komme in diese Krypta hier noch nicht rein. Das ist schade. Was haben wir denn hier? Zur Kathedrale? Hohe Kathedrale.